diese Vorlesungsreihe gedenkt der 100-jährigen Formulierung der Relativitätstheorie. Wir sind heute nach den Vorträgen von Peter Eichelburg und vorgestern von Herrn Professor Baum-Johann bei der dritten Station angelangt, und es geht heute um die kulturellen Konsequenzen der Relativitätstheorie. Den Vortrag wird Herr Professor Herbert Bitschmann halten. Ich bedanke mich bei dir, Herbert, weil du hast mich eigentlich mein gesamtes Berufsleben als Forschungsförderer Wiens, als freundlicher Anreger, innovativer Mann, der dem interdisziplinären Denken offen war, begleitet. Ein immer kollegialer Student, und studentenfreundlicher Professor, der mir einmal erzählt hat, wie er prüft. Er lässt die Studentinnen und Studenten ihn in dem Themenbereich, das sie vereinbart, dich prüfen, und aus der Qualität der Fragen und aus der Qualität der Frageführung ist besser zu erkennen, wie gut ein Kollege in dem Fachbereich integriert ist. Es geht also heute um die intellektuellen Konsequenzen eines der großen neuen Gedankensysteme, eine Theorie der Relativität, während man ja vorher im allgemeinen Denken der Welt, wenn ich jetzt zum Beispiel an meinen Fachkollegen Leopold von Ranke im Fach Geschichte denke, der diesen großen Satz formuliert hat, Geschichte hat zu zeigen, wie es eigentlich gewesen, während jetzt die Historikerinnen und Historiker sehr nobel zurückhalten und sagen, man kann bestenfalls die Diskurse erforschen, mit denen über ein bestimmtes Problem gehandelt und gesprochen wird. Schön, dass Sie da sind. Dieser Saal ist besonders sympathisch, wenn viele interessierte Bürgerinnen und Bürger einer wissenschaftlichen Vorlesung lauschen und sich dann in eine Diskussion begeben. Wir haben einen Dreierschritt. Zuerst kommt das Kollegium, dann kommt eine Diskussion, die Herr Bitschmann, Kollege Krumm-Müller von der Technischen Universität und ich mit Herbert Bitschmann führen werden, und dann sind wieder Sie am Wort. Bei der Diskussion, die Bitschmann, Krumm-Müller, Ehalt führen, die wird auch von OKTO-TV mit aufgezeichnet und kann dann auch dort nachgehört werden. Diese Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit, die Sie heute vorfinden, organisiert wesentlich die Akademie mit ihrer Gesellschaft der Freunde der Akademie der Wissenschaften. Beim Eingang haben zwei Damen Ihnen einen Folder gegeben, der die Arbeit dieser Akademie vorstellt. Wenn Sie sich dafür interessieren, auch für die Gesellschaft der Freunde, lade ich Sie ein, doch herzlich dort sich für eine Mitgliedschaft zu interessieren. Ich begrüße Sie aber sehr herzlich und darf dich, Daniel, bitten, noch ein paar Sätze zu Herrn Bitschmann zu sagen und Ihnen vorzustellen. Danke, dass Sie da sind. Viel Spaß. Wissenschaft ist eine fröhliche Angelegenheit, das hat Nietzsche in einem kleinen Text festgehalten, und das werden Sie auch heute am Abend erleben. Jetzt möchte ich kurz Herbert Bitschmann vorstellen. Zum Glück ist er so eine Berühmtheit hier bei uns, dass ich nicht sehr viel sagen muss. Er ist nicht nur in Forscherkreisen sehr bekannt, sondern hat sich auch sehr stark engagiert in der Öffentlichkeitsarbeit. Und vielleicht ist das Beste, was ich tun kann, eine Anekdote zu erzählen, also nicht eine Anekdote, eine wirkliche Geschichte, nämlich wie wir uns zum ersten Mal begegnet sind. Du wirst dich wahrscheinlich nicht daran erinnern, ich war damals ein junger Student, wir waren zusammen bei einer Tagung von der Österreichischen Physikalischen Gesellschaft, und irgendwie waren wir auf einem Spielplatz, ich weiß nicht mehr warum, aber wir waren jedenfalls auf einem Spielplatz bei einer Schaukel. Und damals war noch Percy, also du hast mich gefragt, glauben Sie an die Physik? Und ich habe mir gedacht, was für eine merkwürdige Frage, habe nicht genau gewusst, soll ich jetzt ja sagen, soll ich jetzt nein sagen, ist das eine Fangfrage? Habe ich gesagt, ja, eigentlich schon. Und dann hat er sich hergestellt, hat die Schaukel genommen, zu seinem Kinn gehalten und losgelassen. Und die Schaukel ist weggeschwungen, wieder zurückgeschwungen und natürlich knapp vor seinem Kinn hat sie abgebremst. Er ist nicht zurückgezuckt, weil er hat an die Physik geglaubt.
ich habe das dann nachher probiert und es ist gar nicht so leicht, beim ersten Mal hier nicht zurückzuzucken, weil man hat den Eindruck, die Schaukel kommt doch mit einem ziemlich großen Schwung aufs Kind zu. Und selbst wenn man weiß, dass sie eigentlich nicht weiter hinaufschwingen kann, als man sie losgelassen hat, zuckt man doch irgendwie unwillkürlich zurück. Also das ist der Unterschied zwischen die Physik kennen und an die Physik glauben. Gut, damit will ich Sie nicht länger auf die Folter spannen und bitte jetzt Herbert Bitschmann auf die Bühne. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie hören mich auch hinten, hoffe ich. Ja, ich darf mich zunächst einmal sehr, sehr herzlich bedanken für die beiden Einführungen. Dass du gesagt hast, Daniel, ich kann mich nicht mehr erinnern, stimmt, ich konnte mich wirklich nicht erinnern, aber ich habe dieses nette Experiment bei Konferenzen in Amerika gemacht, unter anderem auch mit Nobelpreisträgern. Und du warst ja so freundlich und hast gesagt, dass ich nicht zurückgezuckt habe, aber ich zucke auch immer zurück. Auch Nobelpreisträger der Physik zucken immer zurück. Wenn man die Schaukel bis daher kommt, dann kann man nicht anders. Ja. Nun, meine Damen und Herren, wir sind heute ganz selbstverständlich gewohnt, dass China ein westlich orientierter Staat ist mit Industrie, die uns zu schaffen macht und ähnliches, nicht? Finanzsysteme. Aber der Übergang von dem alten konfuzianischen System in die moderne Welt sozusagen, der war ja gar nicht so einfach. Und im Falle Japans übrigens ist das ein bisschen früher geschehen, am Ende des 19. Jahrhunderts schon. Da hat die Österreichische Akademie der Wissenschaften eine gewisse Rolle mitgespielt. Und im Fall von China hat die allgemeine Relativitätstheorie eine gewisse Rolle gespielt. Und das möchte ich Ihnen gerne ein bisschen näher bringen. Bevor ich aber darauf eingehen kann, muss ich doch ein bisschen Sie wieder daran erinnern, ich nehme an, einige von Ihnen sind ja in anderen Vorträgen auch gewesen, was die allgemeine Relativitätstheorie denn bedeutet und was sie überhaupt für einen Umbruch gebracht hat im Denken auch des Abendlandes. Nun, da schauen wir uns zunächst einmal den Albert Einstein an, und zwar zu einer Zeit, als er an der allgemeinen Relativitätstheorie gearbeitet hat. Nicht? Sie kennen ihn ja meistens mit der heraushängenden Zunge und dem Wuschelkopf. Nicht? Also dieser Einstein, wie Sie ihn hier sehen, war der gekämpft hat um diese wunderbare Theorie. Und da zeige ich Ihnen die allgemeine Relativitätstheorie selbst. Sie brauchen keine Angst zu haben, das ist die einzige Formel, die Sie heute abends sehen werden. Sie brauchen sie auch, ich werde sie ja nicht erklären, nehmen Sie es einfach als ästhetische Sache. Nicht? Das ist ja ein wunderschöner Anblick, auch diese Zusammenhänge zu sehen. Und jetzt schauen wir uns an, wie es dazu gekommen ist. Und da muss ich einen ganz kleinen Ausflug machen in das Jahr 1905, also 110 Jahre von jetzt schon, als Einstein in seinem Annus Mirabilis, wie wir das heute nennen, nicht, die in 5 Arbeiten unter anderem die spezielle Relativitätstheorie geschaffen hat. Und Einstein war ja damals Patentbeamter 3. Klasse in Bern, in der physikalischen Welt eigentlich völlig unbekannt. Und die spezielle Relativitätstheorie wurde im Jahre 1908 das erste Mal vorgestellt, und zwar nicht von Einstein, sondern von Minkowski, ein Mathematiker, der die Grundlagen gelegt hat. Und zwar war damals, in dieser Zeit, war es üblich, dass wesentliche physikalische Neuerungen immer in der Jahresversammlung der Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte vorgetragen wurden. Und die war damals in Köln, und Minkowski hat dort die spezielle Relativitätstheorie vorgetragen. Übrigens, diese Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte ist tatsächlich eine sehr, sehr ehrwürdige Gesellschaft. Ich sage immer, als sie gegründet wurde, hat Beethoven erst 8 Symphonien geschrieben gehabt. Also die ist schon sehr alt. Übrigens, in diesem Saal, das möchte ich noch anfügen, hat Beethoven 2 seiner Symphonien uraufgeführt. Also das ist schon für mich immer eine fast erschauernde Angelegenheit, da in diesem Saal einen Vortrag halten zu dürfen. Nun, Minkowski hat seinen Vortrag begonnen. Ich sage nur einen kurzen Ausschnitt, wie er die spezielle Relativitätstheorie eingeführt hat, sozusagen.
Er sagt, meine Herren, denn damals waren Damen ja bei wissenschaftlichen Veranstaltungen noch nicht zugelassen, im Jahr 1908. Und er sagt jetzt, die Anschauungen über, und das ist wundervoll formuliert auch, wie ich meine, die Anschauungen über Raum und Zeit, die ich Ihnen entwickeln möchte, sind auf experimentell-physikalischem Boden erwachsen. Und nun kommt dieser entscheidende Satz, von Stund an sollen Raum für sich und Zeit für sich völlig zu Schatten herabsinken und nur noch eine Art Union der beiden soll Selbstständigkeit bewahren. Das ist ganz wichtig für uns, insbesondere wenn man in der allgemeinen Relativitätstheorie dann von der Krümmung spricht. Nicht? Also in allen Transparenten, die Sie hier gesehen haben, war das völlig richtig. Allerdings im Englischen ist es leichter. Space-Time als ein Wort. Nicht? Wir müssen da von der Raumzeit, der Krümmung der Raumzeit sprechen, nicht von Krümmung von Raum und Zeit. Nicht das eine und das andere, sondern diese Union der beiden ist das Wesentliche. Die Sachen für sich sind in den Schatten herabgesunken. Und jetzt machen wir schon den großen Schritt zur allgemeinen Relativitätstheorie. Im Jahr 1915 hat Einstein die allgemeine Relativitätstheorie vorgestellt in Sitzung in der Preußischen Akademie der Wissenschaften und hat dann eine umfangreiche Arbeit, Sie sehen es, das sind 53 Seiten in einer Arbeit, im Jahr, die 1916 erschienen ist, die ganze allgemeine Relativitätstheorie dargelegt. Und da sagt er, einige Dinge, die ich eben hervorheben möchte, dann braucht man gar nicht auf die Formeln so genau einzugehen. Die Gesetze der Physik müssen so beschaffen sein, dass sie in Bezug auf beliebig bewegte Bezugssysteme gelten. Wir gelangen also auf diesem Wege zu einer Erweiterung des Relativitätspostulats. Die spezielle Relativitätstheorie hat ja nur verlangt, dass sie bei gleichförmig geradlinig bewegten sogenannten Inertialsystemen gleich sind. Und hier geht es eben weiter auf beliebig bewegte Bezugssysteme. Und dann sagt er, die Durchführung der allgemeinen Relativitätstheorie muss zugleich zu einer Theorie der Gravitation führen. Denn man kann ein Gravitationsfeld durch bloße Änderung des Koordinatensystems erzeugen. Das ist die berühmte Sache mit dem Aufzugexperiment. Diejenigen, die also schon einige Vorträge gehört haben, die das öfters hören, bitte ich um Nachsicht, dass ich das kurz wiederhole. Nicht? Wenn Sie in einem Aufzug sich befinden und vergessen haben, wie Sie hineingekommen sind, das ist auch wichtig, der keine Fenster hat, so können Sie nicht unterscheiden, ob der Aufzug in einem Gravitationsfeld ruht oder ob er mit einer beschleunigten Bewegung nach oben gezogen wird. Das lässt sich grundsätzlich nicht unterscheiden, weil nämlich Galilei schon am Anfang des 17. Jahrhunderts festgestellt hat, dass alle Körper gleich schnell fallen. Wenn das nicht der Fall wäre, dann könnte man das ja unterscheiden, wenn das Fallen verschieden wäre, aber alle Körper fallen gleich schnell. Und Einstein hat gemeint, das ist eine so fundamentale Sache, dass man sie doch nicht einfach so hinnehmen kann, sondern dass diese fundamentale Angelegenheit in den Grundgesetzen der Physik eingehen muss. Und das ist ihm in der allgemeinen Relativitätstheorie gelungen, weil also ein Aufzug, der im Gravitationsfeld ruht, zum Beispiel auf der Erde eben, nicht? Oder ein Aufzug, der sich im sternenfernen Gegend des Universums mit einer beschleunigten Bewegung nach oben bewegt, ist von innen heraus nicht zu unterscheiden. Das ist die Grundidee der allgemeinen Relativitätstheorie. Und damit hat er eben die sogenannte Kinematik, also einfach die Transformation der Naturgesetze von einem Bezugssystem auf das andere, verbunden mit der Theorie der Gravitation. Das ist das Entscheidende an der allgemeinen Relativitätstheorie. Und nun ist es so, dass wir, wenn wir an den Universitäten unterrichten, nicht? Meistens uns konzentrieren auf die Physik, meistens auch die Formeln und so weiter, und das historische Umfeld sehr häufig vergessen. Die allgemeine Relativitätstheorie, also dieser Artikel 1916 oder 1915, das erste Auftreten, nicht? Das war ja mitten im Ersten Weltkrieg. Und es waren also Kriegswirren. Einstein konnte eigentlich gar nicht damit rechnen, dass diese seine so wichtige Arbeit weite Verbreitung finden würde. Aber es hat sich so wunderbar ergeben, Einstein hat ein Separatum dieser Arbeit an Willem de Sitter von der Universität Leiden geschickt.
Denn damals hat Einstein ja eine Mathematik benutzt, die die Physiker im Allgemeinen gar nicht kannten. Nicht? Also es war gar nicht die große Chance, dass das viele Leute lesen. Aber Wilhelm de Sitter, der hat diese Mathematik gekannt und verstanden. Er war sofort begeistert und hat dieses Separatum weitergeschickt an Arthur Eddington in Cambridge. Und Arthur Eddington war ein ganz besonderer Mann, der also für die Verbreitung der allgemeinen Relativität sehr ungeheure Wichtigkeit erlangt hat. Arthur Eddington war eigentlich in der astronomischen Gesellschaft der Vorsitzende Physiker, aber er war zugleich auch Philosoph. Er hat zum Beispiel ein reines Buch über Philosophie geschrieben. Ich musste zu meinem Philosophikum dieses Buch auch studieren. Und er hat die Bedeutung dieser Theorie von Einstein sofort erkannt. Und hat dann in einem wunderbaren Rückblick das Folgende gesagt: Einstein hat nicht nur die Ausnahmeerscheinung und universelle Natur der Gravitation durch das Prinzip der Gleichheit von Gravitation und Trägheit umfassend erklärt, also diese Gleichheit von Aufzug, nicht ruhend im Gravitationsfeld oder bewegt, beschleunigt bewegt, sondern auch die engen Beziehungen zwischen Wissenschaftszweigen aufgedeckt, die man bis jetzt für völlig unabhängig voneinander gehalten hatte. Nicht? Die Kinematik und die Gravitationstheorie zum Beispiel. Nicht? Und dann auch die weiteren Konsequenzen. Und Eddington, ich habe das im Original lassen, ich werde es Ihnen auf Deutsch übersetzen. Nachdem Einstein bemerkt hat, dass das Phänomen der Gravitation nichts mit einem Takt, mit einem Zug, nicht? Also wir haben ja so normalerweise das Gefühl, und meine Damen und Herren, ich weiß, dass die meisten von Ihnen noch in einer Welt vor der allgemeinen Relativitätstheorie leben und annehmen, dass es da eine Kraft gibt, die das Glas nach unten zieht, nicht? Diesen Takt, nicht? Das ist etwas, was an sich eines eigenen Vortrages wert wäre, sich zu überlegen, was in der heutigen Zeit Paradigmenwechsel bedeutet. Nicht? Sie glauben ja auch wahrscheinlich alle, dass das Atom so ein kleines Planetensystem ist. Nicht? Das lernt man heutzutage noch in der Schule. Nicht? Das Atom, so die Elektronen, das ist ein völliger Blödsinn von der Physik. Völlig physikalisch falsch, aber man lernt es in der Schule, weil es einfacher ist als die Quantenphysik. Nicht? Und so ähnlich ist es halt auch mit der Relativitätstheorie. Vielleicht darf ich an dieser Stelle aus meiner Geschichte, hätte ich beinahe gesagt, erzählen. Ich habe eine Wissenschaftstheorie-Vorlesung gehalten, nach meiner Emeritierung sehr lang, und in dieser Wissenschaftstheorie-Vorlesung habe ich ganz gerne am Anfang eine Frage an die Studentinnen und Studenten gestellt, nämlich: Hat Newton die Schwerkraft entdeckt oder erfunden? Und dann habe ich gesagt, sie sollen sich's überlegen und beim nächsten Mal werden wir das besprechen. Und dann waren dann immer, einige haben also gesagt, er hat es erfunden, nicht? Der Mehrheit hat meistens gesagt, er hat es entdeckt. Nicht? Und dann habe ich die miteinander also streiten lassen. Das ist immer sehr fruchtbar gewesen. Das geht heute leider nicht mehr. In der vorletzten Vorlesung, wo ich das, die ich gehalten habe, habe ich das auch probiert. Und beim nächsten Mal sind alle gekommen und 100% alle haben gesagt, er hat es erfunden. Jetzt war ich ganz weg, habe mir gedacht, sind die jetzt schon so alle so drinnen in der neuen Ideologie sozusagen. Ich habe gesagt, woher habt ihr denn das? Und die haben einfach gesagt, aus dem Internet. Ne? Die haben sich es nicht mehr überlegt, sondern nachgeschaut. Und also das geht heute nicht mehr, das ist ein Nachteil des Internets. Ja, und also jetzt weiter in diesem Eddington-Zitat. Und er sagt dann, es war also nicht eine Kraft. Die Schwerkraft gibt es nicht, die gibt es nicht. Das ist nur so eine Einbildung von uns. Nicht? Es ist keine Kraft, die das nach unten zieht, sondern es ist die Krümmung der Raumzeit. Nicht? Und nun sagt eben Eddington, er konnte aber die Krümmung der Raumzeit nicht vollständig identisch werden lassen mit der Schwerkraft. Also musste er ein neues Gesetz der Gravitation postulieren. Etwas, das von dem, was wir kennen, mit dem Zug nach unten eben abweicht. Und wenn das so ist, dann muss es eben gewisse Abweichungen geben, die man experimentell feststellen kann. Und da hat es damals im Wesentlichen zwei gegeben, die tatsächlich den Unterschied zwischen der Schwerkraft
unter Raumzeitkrümmung experimentell feststellen konnten. Das eine war die sogenannte Periheldrehung des Merkur. Sie wissen alle, das ist etwas, was zur Allgemeinbildung gehört, dass Kepler in seinem ersten Gesetz erklärt hat, die Bahnen der Planeten sind Ellipsen, in deren einem Brennpunkt die Sonne steht. Ne? Nun sage ich Ihnen zunächst einmal so in einem Nebensatz, ich sage immer, mit der Autorität des Emeritus der theoretischen Physik versichere ich Ihnen, es gibt im gesamten Universum keine einzige Planetenbahn, die eine Ellipse ist. Weil dieses Gesetz nämlich nur dann gilt, wenn es außer der Sonne und dem Planeten sonst überhaupt nichts gibt. Und außerdem müssen Sonne und Planet ideal kugelsymmetrisch sein. Dann sind die Bahnen der Planeten Ellipsen. Wenn also es neben dem Merkur, ein bisschen weiter außerhalb, noch die Venus gibt, dann wird die Venus natürlich diese Bahn des Merkur stören und die Bahn des Merkur beginnt sich zu drehen, ziemlich deutlich, immer, weil die Venus eben als dritter Körper dieses Gesetz stört. Und das kann man aber berechnen. Man kann berechnen, was die Venus ausmacht für die Störung. Und da bleibt immer ein bisschen was über. Und das war schon beunruhigend. Nicht viel bleibt über, aber immer ein bisschen was bleibt über. Und das konnte man nicht erklären. Die sogenannte Periheldrehung des Merkur. Dass die Perihel ist der sonnennächste Punkt der Ellipse. Und die Ellipse, wenn sich die dreht, dreht sich natürlich auch der sonnennächste Punkt. Und darum heißt das so. Das ist eine sehr alte Geschichte, die schon lang genervt hat, wenn Sie den Ausdruck gestatten. Und da gibt es folgende interessante Sache. Herschel, der Astronom Herschel, der eigentlich ein Musiker war, einige wunderschöne Symphonien geschrieben hat, hat einen neuen Planeten, nämlich den Uranus, entdeckt. Und dann hat sie aber herausgestellt, dass der Uranus nicht den newtonschen Gesetzen der Gravitation folgt. Und genau, nicht? Und da hat ein ganz besonders begabter Astrotheoretiker sozusagen, Urbain Le Verrier, hat aus dieser Störung der Beobachtung des Uranus im Vergleich zu den newtonschen Voraussagen errechnet, dass es neben dem Uranus noch einen weiteren Planeten, den Neptun, nicht, geben muss, der die Bahn des Uranus stört. Wir haben ja gesagt, die Venus stört die Bahn des Merkur. Nicht? Draußen ist das genauso. Und es war ihm möglich, den Ort dieses Planeten an einem bestimmten Tag zu berechnen. Und in der Berliner Sternwarte hat man dann hingeschaut und tatsächlich war der Planet, den wir Neptun jetzt nennen, dort. Und das war ein so unglaublicher Erfolg. Ich sollte an dieser Stelle nur erwähnen, dass ein englischer Physiker schon ein Jahr vorher, Adams, dasselbe gemacht hat, ebenso richtig, nur da hat niemand hingeschaut. Nicht? Hingeschaut haben die Leute erst, nachdem der Le Verrier das gemacht hat. Und das war so ein unglaublicher Erfolg, dass Le Verrier gesagt hat, naja, da muss ja beim Merkur das Gleiche sein. Da gibt es halt noch einen Planeten zwischen der Sonne und dem Merkur, der den Merkur so stört, dass sich die Bahn des Merkur stärker dreht als von der Venus verursacht sozusagen. Und hat vorausgesagt, dass es zwischen der Sonne und dem Merkur noch einen Planeten geben muss, den er Vulkan genannt hat, genauso wie es eben den Neptun außen gegeben hat. Und naja, meine Damen und Herren, der Planet wurde natürlich entdeckt, nicht? Nur nicht reproduzierbar. Ich habe in meinem Wissenschaftstheorie-Lehrbuch aus der Geschichte der Physik einen, glaube ich, sehr wichtigen Satz formuliert, der heißt, alles, was von einem genügend bekannten Theoretiker vorhergesagt wird, wird auch entdeckt, unabhängig davon, ob es existiert oder nicht. Kann man nachweisen. Daher, meine Damen und Herren, das ist jetzt das Entscheidende über die Physik hinaus, daher ist in der Physik und damit in der auf der Physik gründenden Naturwissenschaft ganz allgemein und dann auch zum Beispiel in der Medizin, die sich auf die Naturwissenschaft gründet, daher ist das Kriterium für die Existenz eines Phänomens nicht die Entdeckung, sondern erst die Reproduzierbarkeit. Das ist ganz wichtig, weil das manchmal doch sträflich missachtet wird.
Nun, wenn Sie mir noch eine Bemerkung gestatten, das erinnert mich ein bisschen an unsere heutige Situation. Sie haben vielleicht, viele von Ihnen haben schon gehört, von der dunklen Materie. Ne? Das ist genau dasselbe. Dass also die in der Astrophysik nicht genau den Gesetzen jetzt der allgemeinen Relativitätstheorie entspricht. Ne? Und da nimmt man an, dass es halt noch eine Materie gibt, so wie der Planet Vulkan damals. Ne? Nur beim Planeten Vulkan ist die Lösung gekommen durch die allgemeine Relativitätstheorie von Einstein. Ob wir dunkle Materie finden werden oder nicht, das ist ja noch offen. Oder ob es da auch wieder eines solchen Schrittes bedarf, wie der zur allgemeinen Relativitätstheorie. Und was mich immer verblüfft hat, war, dass Einstein, nachdem er das mit der allgemeinen Relativitätstheorie richtig berechnen konnte, gesagt hat, und zwar in der Sitzung der Preußischen Akademie der Wissenschaften, schon 1914, also bevor die allgemeine Relativitätstheorie vollendet war, sagt er, das musste ja stimmen. Es handelte sich nur darum, das Ergebnis sauber hinzustellen. Dass es sich mit den Beobachtungen decken würde, war mir auch nicht eine Sekunde zweifelhaft. Das ist schon stark, nicht? Aber da gab es einen anderen Effekt und der hat doch allen Leuten Zweifel bereitet. Und das war die sogenannte Lichtablenkung an der Sonne. Ich habe hier eine Folie mir entlehnt vom Herrn Embacher. Das ist natürlich viel stärker gezeichnet, als es tatsächlich ist. Wirklich jetzt die Lichtablenkung der Sonne knapp 2 Bogensekunden. Nicht? Aber wenn das Licht an der Sonne abgelenkt wird, dann erscheinen die Sterne von der Sonne weg. Gerückt. Nicht? Und das kann man natürlich nur beobachten bei einer totalen Sonnenfinsternis, wenn man die Sterne überhaupt sieht in der Nähe der Sonne. Und nun war es klar, dass das entscheidende Testexperiment ist. Das heißt, ein Experimentum Crucis, wenn das die Vorhersage der allgemeinen Relativitätstheorie erfüllt, dann ist es klar, es gibt keine Schwerkraft. Die Ursache für die Gravitation ist die Krümmung der Raumzeit. Nicht von Raum und Zeit, sondern die Krümmung der Raumzeit, muss man immer sagen. Wenn diese Vorhersage nicht bestätigt wird, dann hat Einstein gesagt, schmeißt er die Theorie weg. Und das, meine Damen und Herren, hat den Karl Popper dazu gebracht, seine Wissenschaftstheorie zu entwickeln, das Falsifikationsprinzip als Prinzip der Naturwissenschaft zu erklären. Dass man also nichts verifizieren kann, sondern dass durch Falsifikation Irrtümer eliminiert werden und man daher auf diesem Weg fortschreitet. Also das war schon einer der wesentlichen kulturellen Konsequenzen der allgemeinen Relativitätstheorie. Und Eddington hat eine Expedition ausgerüstet, weil es im Jahr 1919 eine totale Sonnenfinsternis gegeben hat, die allerdings nur in Südafrika, auf der Südhalbkugel, total war und beobachtet werden konnte. Und zu der damaligen Zeit, im Jahr 1919, hat es ja noch keinen Flugverkehr in unserem Sinn gegeben. Das war schon eine größere Expedition, die entsprechend vorbereitet werden musste. Und in einem sehr schönen Vortrag über die allgemeine Relativitätstheorie, den Eddington am 24. Mai 1922 ohne Formeln gehalten hat, sagt er, ich darf Ihnen das wieder auf Deutsch übersetzen, er sagt, ich möchte Sie erinnern, dass der wesentliche Punkt nicht der war, ob es eine Lichtablenkung gibt oder nicht. Denn schon mit der speziellen Relativitätstheorie gibt es eine Lichtablenkung an der Sonne, aber in einer flachen Raumzeit sozusagen. Wenn die Raumzeit gekrümmt ist, dann ist die Lichtablenkung doppelt so groß. Also es geht nicht darum, ob es eine Lichtablenkung gibt, weil die gibt es schon aufgrund der speziellen Relativitätstheorie, sondern ob die Lichtablenkung wirklich so groß ist, wie es die allgemeine Relativitätstheorie vorhersagt. Und das, meine Damen und Herren, war der Fall. Einer der berühmtesten Biografen von Einstein schreibt das in seinem Wälzer über die Biografie von Einstein so schön. Also das Ergebnis war dann am 6. November 1919 ist bekannt geworden, es hat ja zeitlang gedauert, nicht?
bis die Untersuchungen fertig waren. Und der Biograf schreibt, am 7. November 1919 wachte Einstein in der Früh auf und war berühmt. Das ist der Punkt, wo Einstein eben tatsächlich sofort weltberühmt war. Weil das natürlich schon etwas ist, was viele Leute verblüfft hat. Nicht? Und es ist dann auch zu einem großen Streit gekommen, weil also einige sehr gute Physiker gesagt haben, das ist ein Blödsinn. Das kann es doch nicht geben, dass die Raumzeit gekrümmt ist. Nicht? Und hat dann auch Streitigkeiten gegeben. Das Physikalische Kolloquium in Zürich hat das sofort in einen Vierzeiler gefasst, der vielleicht verstechnisch nicht so ganz ausgereift ist, aber ganz nett ist. Alle Zweifel sind entschwunden, endlich ist es nun gefunden. Das Licht, das läuft natürlich krumm zu Einsteins allergrößten Ruhm. Und Ronald Clark, dieser Biograf von Einstein, den ich schon erwähnt habe, der schreibt in seinem Buch, die Schnelligkeit, mit der sich Einsteins Ruhm in der Welt verbreitete, durch alle geistigen Schichten bis hin zu dem Mann auf der Straße und die Mischung aus halb religiöser Ehrfurcht und beinahe Hysterie, die seine Person hervorrief, bildeten ein erstaunliches Phänomen, das nie so ganz geklärt werden konnte. Einstein wurde zu einer gottähnlichen Symbolfigur auf der ganzen Welt. Aber ich habe schon gesagt, es hat auch bedeutende Physiker gegeben, die gesagt haben, das kann nicht so sein, auch wenn das Experiment dafür spricht. Nicht? Das haben sie nicht sehr physikalisch. Einer von denen war interessanterweise Michelson, dessen Versuch, das Michelson-Experiment über die Bestimmung der Bewegung der Erde im Äthermeer, nicht? Und festgestellt, die Erde bewegt sich nicht im Äthermeer. Damals hat man ja noch an den Äther geglaubt, das war vor der speziellen Relativitätstheorie. Der hat gesagt, zu Einstein, es tut mir leid, dass meine eigene Arbeit dazu beigetragen haben könnte, dieses Ungeheuer auf die Beine zu bringen. Also das war für viele Leute unverständlich und ist es ja heute noch. Ich habe gesagt, also wir glauben ja doch alle im Grunde genommen, dass da eine Schwerkraft gibt, die das runterzieht. Ähnlich wie wir an das Planetensystem glauben. Nicht physikalisch Blödsinn, aber was will man machen? Nun, Eddington hat in diesem Vortrag, von dem ich schon erwähnt habe, eine schöne Parallele gezogen. Er sagt, die spezielle Relativitätstheorie ist zu vergleichen mit dem Übergang vom geozentrischen Weltbild zur kopernikanischen Revolution, nicht zum heliozentrischen Weltbild. Die allgemeine Relativitätstheorie ist nur zu vergleichen mit der Anschauung der Welt als Scheibe und der Erdkugel, nicht, die Kolumbus dann ausgenutzt hat, um hinten herum zu fahren. Das finde ich ist ein ganz netter Vergleich. Und Einstein sagt in dieser Arbeit, die ich schon öfters zitiert habe, vom Jahr 1916, Annalen der Physik, das Kausalitätsgesetz, nicht, Ursache und Wirkung, nicht, hat nur dann den Sinn einer Aussage über die Erfahrungswelt, wenn als Ursachen und Wirkungen letzten Endes nur beobachtbare Tatsachen auftreten. Das Rot ist von mir, aber das Kursiv geschrieben ist von Einstein selber. Nicht? Also die Idee von Einstein war schon bei der speziellen Relativitätstheorie, alle nicht beobachten Tatsachen aus der Physik zu entfernen. Nicht? Da ist er dazu gekommen, dass es keine absolute Zeit gibt und jetzt, dass es keine Gravitation gibt. Denn die Schwerkraft, meine Damen und Herren, kann natürlich niemand beobachten. Nicht? Denn wenn ich das fallen lasse, nicht, dann sehen Sie nur, ich lasse es nicht fallen, Franz Gangster, wenn ich das fallen ließe, nicht, dann fällt es runter, weil ich es auslasse. Nicht. Aber das, eine Kraft ist dahinter, das können Sie nicht beobachten. Sie können nur beobachten, dass es runterfällt. Und Einstein sagt eben, das ist, in Wirklichkeit ist das keine Kraft, sondern die Raumzeitkrümmung. Und solche, das sollte ich an dieser Stelle vielleicht sagen, die Lichtablenkung an der Sonne war also das entscheidende Experimentum Crucis für diese allgemeine Relativitätstheorie. Wir können so extreme Dinge in der Physik, nicht?
entweder beobachten, wenn wir zum Beispiel in der allgemeinen Relativitätstheorie zu großen Massen gehen, in meinem Gebiet der Teilchenphysik, wenn wir zu großen Energien gehen, wie es zum Beispiel im CERN geschieht, oder aber auch, wenn wir zu ultra hoher Genauigkeit gehen, dann können wir auch neue Dinge feststellen, wenn Theorie und Experiment nicht übereinstimmen. Also zum Beispiel wird in meinem Gebiet, es gibt ein schweres Elektron, das ist ein Elektron, das 2 Mikrosekunden Lebensdauer hat, also nach 2 Mikrosekunden weg ist, aber das hat ein magnetisches Moment, so wie das Elektron, und wenn man dieses magnetische Moment auf 9 Dezimalen genau misst und auf 9 Dezimalen genau berechnet, das sind natürlich Arbeiten, die mehrere Jahre dauern von vielen Leuten, dann stellt man da eine kleine Diskrepanz fest und da kann man auch feststellen, aha, da muss es entweder was Neues geben oder es ist noch ein Irrtum geschehen. Also bei so genauen, wenn man so hohe Genauigkeit braucht, dann kann man auch Abweichungen feststellen. Schon bei der Lichtablenkung ist es ja relativ hohe Genauigkeit, weniger als 2 Bogensekunden, aber das geht durchaus. Warum ich das sage, ist, weil, meine Damen und Herren, wenn Sie dann nach Hause gehen und sagen, naja, also in Wirklichkeit ist das doch eine Kraft, die das nach unten zieht, dann kann ich Ihnen versichern, dass alle diejenigen von Ihnen, die ein Satellitennavigationssystem im Auto haben, diese Ansicht beim Aufdrehen des Satellitennavigationssystems widerlegen. Wenn das Satellitennavigationssystem, das muss ja so genau sein, nicht? Überlegen Sie sich, in 300 Meter rechts abbiegen, nicht? Zum Beispiel, nicht? Das muss ja unglaublich genau sein. Und diese Genauigkeit erlangen Sie nur dann, wenn Sie die Physik, die dahinter steht, mit der allgemeinen Relativitätstheorie berechnen und nicht mit der Newtonschen Schwerkraft. Das heißt, Sie alle, auch wenn Sie so insgeheim denken, naja, bleiben wir dabei, nicht? Widerlegen sich selbst sozusagen, wenn Sie ein GPS in Betrieb nehmen. Nicht? Denn das funktioniert nur aufgrund der allgemeinen Relativitätstheorie. Ja, und jetzt kommt etwas, was ein bisschen, traurig ist vielleicht nicht das richtige Wort, was jedenfalls ein bisschen bemerkenswert ist. Einstein, wie man gesagt, nicht gottähnliche Verehrung, nicht, und nahe zu Hysterie ist mit seiner Person verbunden, aber er hat ja die von ihm selbst angestoßene Quantenphysik, die im Jahr 1905 auch von ihm angestoßen wurde eben, nicht? Nie akzeptiert. Und da gibt es im Jahr 1926, also 10 Jahre nach dieser Arbeit, hat Werner Heisenberg seine berühmte Unschärferelation entwickelt, und zwar genau mit demselben Gedankengang von Albert Einstein, dass er gesagt hat, nur solche Größen, die grundsätzlich messbar sind, haben in der Physik was zu suchen. Etwas, was grundsätzlich nicht messbar ist, hat in der Physik nichts zu suchen. Das ist das, was Albert Einstein gemacht hat. Und jetzt schauen Sie sich an, wie sich Heisenberg erinnert an ein Gespräch aus dem Jahr 1926, in dem er das dem Einstein gesagt hat, und Einstein sagt darauf, Sie glauben doch nicht im Ernst, dass man in eine physikalische Theorie nur beobachtbare Größen aufnehmen kann. Nein? 10 Jahre, nachdem er das selber gemacht hat. Und Heisenberg sagt, erstaunt, ich dachte, dass gerade Sie diesen Gedanken zur Grundlage Ihrer Relativitätstheorie gemacht hätten. Und Einstein sagt, vielleicht habe ich diese Art von Philosophie benutzt, aber sie ist trotzdem Unsinn. Nee, das ist schon, also zumindest psychologisch hochinteressant. Ich muss gleich zu seiner Ehrenrettung dazu sagen, er hat aber selbst gewusst, dass er da auf einem Holzweg ist. Er hat seine Ablehnung der neueren Entwicklung der Quantenphysik immer mit dem berühmten Satz, Gott würfelt nicht, ausgedrückt. Nicht? Und da gibt es einen Brief, den er in seinen späten Jahren an Max Born, seinen Freund, der den Nobelpreis gekriegt hat für die Interpretation der Quantenphysik, geschrieben hat, in dem er sagt, in unserer wissenschaftlichen Entwicklung haben wir uns auseinandergelebt. Du glaubst an den würfelnden Gott. Ich bin immer noch der Überzeugung, dass der nicht würfelt, obwohl mir bewusst ist, dass meine jüngeren Kollegen das auf meine zunehmende Verkalkung zurückführen. Also er war sich schon bewusst, dass er da auf einem Holzweg ist. Aber er hat ihn verteidigt und vertreten. So, meine Damen und Herren, und jetzt ist es Zeit, dass wir uns ein bisschen für China interessieren. Das habe ich Ihnen ja versprochen. Zufällig hat es im Jahr 1919,
wie also diese Sache aufgebrochen ist, nicht durch die Lichtablenkung an der Sonne, in China Kontroversen gegeben, also um das Jahr 1919. Nicht? Es sind also zwei Chinesen, das ist nicht so, wie ich es lese, es ihnen gar nicht vor, John King, das geht noch, aber den anderen nicht. Ich war ja öfters in China und habe mit einem alten weisen Physiker mich öfters unterhalten über Lao Tse, und ich wollte das richtig aussprechen, und ich habe 10-mal hintereinander Lao Tse gesagt, und so wie er es wollte, nicht? Und 3-mal hat er gesagt, ja, das ist richtig, und 7-mal hat er gesagt, nein, das ist nicht gut, nicht? Aber ich habe keinen Unterschied gemerkt. Also, ich versuche das gar nicht Ihnen klar zu machen. Nun, es ist damals in einer Zeitschrift, Xei oder wie immer die heißt, die neu entstanden ist, eine Folge von kontroversiellen Artikeln erschienen über die Kontroverse, soll, wie der Erziehungsminister und Rektor der Peking-Universität das vertreten hat, westliches Denken in China Eingang finden oder soll China beim Konfuzianismus bleiben? Schließlich ist der Konfuzianismus eine Tradition, die ja noch viel weiter zurückreicht als das Christentum zum Beispiel, nicht? Konfuzius war etwa 600 Jahre vor Christus. Und die alte Tradition, die in diesem Volk verwurzelt ist. Um diese Kontroverse ist es gegangen. Und ich habe im Jahr 1983 eine interdisziplinäre Dissertation betreut, und zwar Johannes Wollein war der Dissertant, Sinologie theoretische Physik. Der hat perfekt Chinesisch können als Sinologe und die allgemeine Relativitätstheorie verstanden. Nicht? Und der ist nach China gereist für seine Dissertation und hat dort einige der Originalartikel erstmalig übersetzt, die nur im Chinesischen vorgelegen haben, und hat diese Kontroverse beschrieben. Und er sagt also, die Relativitätstheorie erfüllte die Vorstellung, Altes um des Fortschritts willen umzustürzen. Darin unterschied sie sich deutlich von den Bestrebungen, Altes um seiner Unzulänglichkeit willen umzustürzen. Nicht? Meistens ist es bei Revolutionen, dass die Leute gegen irgendwas sind, nicht? Was unzulänglich ist. Nicht? Machen wir eine Revolution. Aber denken Sie an die Französische Revolution. Nicht? Aber die Relativitätstheorie erfüllte die Vorstellung, Altes um des Fortschritts willen umzustürzen und nicht um der Unzulänglichkeit des Alten. Deswegen konnte man die Konfuzianer beruhigen und sagen, wir haben ja gar nichts gegen einen Konfuzius, aber der Einstein ist besser sozusagen. Nicht? Das war also die Ideologie dahinter. Und es ist gerade am 4. Mai 1919 eine Bewegung entstanden, die in der Geschichte Bewegung des 4. Mai 1919 Bewegung des 4. Mai heißt, es ist ursprünglich gegen den Vertrag von Versailles gegangen, aber sehr schnell ist es darum gegangen, westliche Werte in China einzuführen. Da hat es also einen echten Kampf gegeben. Und nun darf ich Ihnen aus dieser Dissertation von meinem Dissertanten Johannes Wollein einige interessante Stellen vorlesen, die mir auch die Augen geöffnet haben. Noch einmal, Herr Wollein selbst, außer dieser Dissertation, die Relativitätstheorie erschien als Musterbeispiel einer Erneuerung. Und die Relativitätstheorie stürzte etwas zur Gänze um, das lange Zeit anerkannt war und in Verwendung stand, ohne chaotisch zu sein. Dann kommt noch etwas dazu, was immer wieder betont wird. Ich habe Ihnen doch den Michelson-Satz vorgelesen, nicht? Der sagt, es tut mir leid, dass ich da zu beigetragen haben könnte, dieses Ungeheuer zu schaffen. Nicht? Und dass bei uns berühmte, gute Physiker nicht gesagt haben, das gibt es nicht, das ist unmöglich. Diese Problematik hat es in China gar nicht gegeben, weil die Chinesen eine westliche Wissenschaft bis dahin überhaupt nicht gekannt haben. Das heißt, bei uns war es so, dass also die großen, meistens älteren Herren gesagt haben, wir können doch nicht sagen, dass der Newton Unrecht gehabt hat, der Newton, der große Gründer der Mechanik sozusagen. Nicht? Während diese Problematik in China gar nicht vorhanden war, weil die haben den Newton nicht gekannt. Der Einstein war der erste westliche Physiker, den sie sozusagen kennengelernt haben. Und dadurch hat es diese Kontroverse gar nicht gegeben.
Und also das ist jetzt ein Zitat, das ist ein bisschen länger, aber das möchte ich Ihnen doch sehr zu Gemüte führen. Also aus einer Arbeit in dieser Zeitschrift, die wir schon öfters erwähnt haben, über die neue Kosmologie des modernen wissenschaftlichen Revolutionärs Einstein. Und jetzt hören Sie mal an, bitte, was der, ich lese es Ihnen vor, was der da sagt. Und der kommt auf Ideen, auf die wir überhaupt nie gekommen wären. Nicht? Er sagt: Ich höre ständig viele Leute sagen, die westliche Kultur ist nur materiell ohne Geistiges. Das ist wirklich laienhafter, unsachlicher Quatsch. Wir Chinesen hatten seit jeher keine Wissenschaft und deshalb hatten wir auch keinen sich dem natürlichen Ablauf widersetzenden Geist. Nicht? Sich dem natürlichen Ablauf widersetzenden Geist. Nicht? Bei Konfuzius geht es ja in erster Linie, dass man sich dem natürlichen Ablauf eben nicht widersetzt, dass man mit dem eins ist, sich vereint. Nicht? Und Lao Tse ist ein bisschen anders, nicht? Da geht es ja um die Widersprüche. Oder Zhuang Zi, etwas jüngerer Vertreter des Taoismus. Und jetzt sagt er, dieser Wenn das Folgende: Verehrte Leser, seht bloß die Engländer an. Die nehmen die Sonnenfinsternis in Afrika gleich wichtig wie den großen europäischen Krieg. Denn die Vorbereitungen für die Expedition waren während des Ersten Weltkrieges. Nicht? Sie geizten nicht mit Geld und scheuten keine Mühe, die Theorie eines Gelehrten aus dem Feindesland zu prüfen. Mir ist bis dahin nie die Idee gekommen, wenn ich in einer Vorlesung über allgemeine Relativitätstheorie sprechen musste, dass das ja, ne, da redet man dann nur über die tolle Bestätigung der Voraussage und so weiter, dass die Vorbereitungen im großen Krieg stattgefunden haben und dass das ein Gelehrter aus dem Feindesland war, weil in der Physik gibt es das ja nicht. Ne? In der Physik gibt es bestätigt oder nicht bestätigt durchs Experiment. Es ist egal, ob das ein Feind oder ein Freund ist. Und das ist denen aufgefallen. Das heißt, die Chinesen haben gesagt, offenbar haben die Europäer etwas, was wir nicht können. Und ein anderer schreibt, ja, das ist das Zitat, wie er es, dieser Chinese, schreibt, das sage ich Ihnen in der Kürze halber vielleicht, so wie es Einstein formuliert hat. Nach dieser einer Anekdote wurde Einstein also gefragt, ob man das wesentlich Neue der allgemeinen Realität so in einem Satz sagen kann. Und Einstein soll gesagt haben, und offenbar hat er das wirklich, weil das also eine Übersetzung ins Chinesische und wieder Rückübersetzung ins Deutsche ist, er soll gesagt haben, vor der allgemeinen Relativitätstheorie dachte man, wenn man die Materie aus dem Universum entfernt, bleiben Raum und Zeit über. Seit der allgemeinen Relativitätstheorie wissen wir, dass mit der Materie auch Raum und Zeit verschwinden. Nicht? Weil Raum und Zeit durch die Materie erst geformt wird. Das ist schon ein gewaltiger Gedanke in einem Satz gefasst, den also dieser Chinese wieder hervorbringt. Und der natürlich nicht ganz übereinstimmt mit dem, was Konfuzius und Lao Tse gesagt haben. Und dann haben die Chinesen den Bertrand Russell eingeladen. Und zwar im Jahr 1920/21 war er fast ein ganzes Jahr in China und hat dort fünf Vorlesungen, also nicht Einzelvorlesungen, sondern fünf Vorlesungsserien, nicht, gehalten an der Universität Peking. Und eine davon über allgemeine Relativitätstheorie. Das war der Analysis of Matter. Und es hat sich eine Society for the Study of Russell gegründet und ein eigenes Journal, Russell Monthly, zumindest ein Teil der Chinesen, war unglaublich beeindruckt von dem, was also da aus dem Westen gekommen ist. Erst nach dem Besuch von Russell hat es auch in China Publikationen über allgemeine Relativitätstheorie mit Mathematik gegeben. Vorher war das alles nur verbal beschrieben. Die hat es dann ab dem dritten Band von dieser Zeitschrift hat es die dann auch in Mathematik gegeben. Und jetzt schauen Sie sich das Folgende an. 1919 war die Beobachtung der Lichtablenkung an der Sonne. 1921 war Russell in China. Und was Sie hier sehen, ist die Anzahl der Publikationen über Relativitätstheorie.
Zwischen 1927, da waren es zwei, dann waren zwei Jahre lang überhaupt nichts und dann plötzlich schießt das in die Höhe. Nicht? Ich höre 1922 33 Publikationen über Relativitätstheorie in China, in Chinesisch natürlich. Nicht? Und das ist die Anzahl der nach westlichem Muster orientierten Schulen, Universitäten oder ähnliches. Nicht? Sie haben im Jahr 1911 zwei private und zwei öffentliche und so 230 Vortragende in ganz China, nicht? Und 418 Studenten. Und dann zwischen 1916 und 1925 springt das um eine ganze Größenordnung hinauf. Ganz plötzlich gibt es also überall Institutionen und das war also zweifellos der Einfluss dieser allgemeinen Relativitätstheorie. Und natürlich waren die Chinesen interessiert, jetzt Einstein selber in China zu haben. Und Einstein war zunächst auch nicht abgeneigt. Es hat ein bisschen Differenzen gegeben mit der Bezahlung. Die Chinesen waren damals ziemlich arm, Steuern eingetrieben haben damals die Warlords und nicht die offiziellen Organe. Und Einstein hat ein bisschen Sorge gehabt, ob die das, sich das überhaupt leisten können. Aber er ist im Jahr 1921 nach Japan gefahren und die Idee war, dass er auf der Rückreise von Japan in China bleibt. Er musste schon bei der Hinreise in Japan, in Shanghai, zeitlang bleiben, weil das einfach bei so einer langen Reise mit dem Schiff muss ja alles erneuert werden. Flugzeuge hat es ja damals noch nicht gegeben, die so weit fliegen konnten. Und er hat dann diese Einladung nicht angenommen. Er ist also die Zeit, die er eigentlich für China vorgesehen hat, für Peking, ist in Japan geblieben. Und zwar ist es nicht ganz sicher, was der eigentliche Grund war, wahrscheinlich ist es eine Mischung. Das eine war doch seine Sorge um die Finanzen, ob sich China das leisten kann. Die Finanzen waren ja damals ziemlich schlecht. Und das andere war, er hat bei seiner Hinreise nach Japan in Shanghai einen Bekannten getroffen, einen gewissen Maximilian Pfister, einen Internisten. Und der hat dann an Einstein geschrieben nach Japan, es wäre sicherlich notwendig, dass sie in Englisch sprechen, denn es gibt wohl kaum einen Dolmetscher, der diesen schwierigen Gegenstand sowohl schnell genug als auch korrekt übersetzen kann, vom Deutschen. Und Einstein hat zurückgeschrieben, Deutsch ist die einzige Sprache, in der ich verständlich über meine Theorie sprechen kann. Und das war sicherlich auch ein wesentlicher Grund, dass er nicht nach China gefahren ist, sondern die Zeit, die dafür vorgesehen war, in Japan geblieben ist. Einstein hat übrigens immer darüber geklagt, dass er nicht gut genug Englisch kann. Selbst nachdem er in Princeton schon lange gelebt hat, nicht, hat er zum Beispiel das Vorwort für das Hauptwerk des Galilei, nicht, über die beiden hauptsächlichen Weltsysteme, zu dem hat er ein Vorwort geschrieben, in Englisch. Nicht? Aber er hat dann gesagt, er hat dieses Vorwort zuerst in Deutsch geschrieben und dann ins Englische übersetzt. Das heißt, er konnte gar nicht in Englisch sozusagen richtig denken. Ich möchte an dieser Stelle, wenn Sie gestatten, eine persönliche Bemerkung machen. Ich war 1978 das erste Mal in China und habe dort einen Vortrag gehalten auf der Akademie Sinica in Peking, dann dort zwei Dissertanten bekommen von denen und über schwache Wechselwirkungen, nicht? Und zwar habe ich den in Englisch gehalten. Man hat mich gebeten, langsam zu sprechen, das ist klar. Und nach dem Vortrag hat mein Kollege von der Chinesischen Akademie der Wissenschaften gesagt, das war der erste Vortrag in der Geschichte der Akademie, der nicht übersetzt wurde. Aber wir müssen das ja langsam lernen, hat er gesagt. Nicht? Und das war, ich war also in gewisser Weise Pionier. Wobei mir schon klar ist, wenn also da ein Nobelpreisträger dort gewesen wäre, hätten sie den schon übersetzt, damit sie nichts übersehen. Bei mir haben sie sich gedacht, das ist vielleicht nicht so schlimm, wenn sie ein bisschen was nicht verstehen. Ja. Gut. Ja, und jetzt kommen wir zu einigen dunklen Punkten. Ich habe schon gesagt, dass auch sehr große Gelehrte, auch zum Teil Nobelpreisträger, die allgemeine Relativitätstheorie nie akzeptiert haben. Und es hat schon am 24. August 1920 eine Anti-Einstein-Versammlung in Berlin gegeben,
Das war schon der Einfluss der Nationalsozialisten damals, nicht? Die einfach gesagt haben, das ist jüdische Physik, was natürlich völlig verrückt ist, nicht so. Die Physik hat ja keinen Nationalcharakter sozusagen. Die ist entweder richtig mit dem Experiment vereinbar oder nicht. Am 24. August 1920 war es eine Anti-Einstein-Versammlung in Berlin und schon am 12. September hat die Shanghai-Zeitung, damit Sie sehen, wie China darauf sofort reagiert hat, einen Artikel geschrieben, in der der Autor Wang den Einstein einen modernen Kopernikus, einen zeitgenössischen Newton und einen Revolutionär der Naturwissenschaft nennt. Und dann sagt er, der Impact, den Einsteins Revolution gemacht hat, ist sogar größer als die Luthersche Reformation in Deutschland und Marxes ökonomische Revolution in der Vergangenheit. Nicht? Also Sie sehen, was für einen Wert Einstein da genossen hat. Und dann ist natürlich, das war sozusagen die Attacke von rechts, dann ist auch eine Attacke von links gekommen. 1968 hat Mao Zedong die Kulturrevolution erklärt, und in der Kulturrevolution musste Einstein auch niedergemacht werden, schon deswegen, weil Lenin nicht ein eigenes Buch gegen Mach geschrieben hat, und Mach war ja eine der Quellen, die Einstein zu den Überlegungen der allgemeinen Relativitätstheorie gebracht haben, nicht? Empiriokritizismus, so eine dicke Schwarte von Lenin, nicht? Und da haben also die Kulturrevolutionisten gesagt, die Hauptprämisse der Relativität war philosophischer Relativismus. Es kommt noch dazu, ich kann das nicht so genau ausführen. Das ist mit der chinesischen Schrift, nicht? Da kann man solche Dinge leichter verwechseln. Die Hauptprämisse der Relativität war philosophischer Relativismus. Die Raumzeittheorie der Relativität war bürgerlicher Solipsismus. Die fundamentalen Prinzipien der Relativität wurden niemals experimentell bestätigt, was ein völliger Blödsinn ist, nicht? Das war ja gerade das Gewaltige im Jahr 1919 und das war 1968. Nun, die Kulturrevolution hat ja nicht so lange gedauert. 1976 wurde die Viererbande verhaftet. Zwei Jahre später war ich, habe ich schon erwähnt, mit einer der ersten Gruppen in China. Und also im Oktober 1976 wurde die Viererbande verhaftet. Schon im Dezember 1976 beginnt die Herausgabe der gesammelten Werke von Einstein. Die haben also sofort wieder reagiert auf diese Erlösung. Und im Vorwort heißt es, Einstein ist ein gigantischer heller Stern in der menschlichen Geschichte. Also Sie sehen die Wertschätzung. Und jetzt möchte ich zum Schluss noch einen Gedanken, der also mit China nichts mehr zu tun hat, aber der mich seit einiger Zeit doch sehr beschäftigt, hier bringen. Einstein sagt in dieser berühmten Arbeit, nicht, die ich öfters zitiert habe, die Gravitation spielt also gemäß der allgemeinen Relativitätstheorie eine Ausnahmerolle gegenüber den übrigen, insbesondere den elektromagnetischen Kräften. Nicht? Denn elektromagnetische Kräfte, die wären, wenn das geladen wäre, nicht? Oder nicht, wenn ich mich käme und meine Haare stehen auf, nicht? Das sind ja Kräfte, die man auch abschalten kann. Elektromagnetische Kräfte kann man abschalten, nicht? Dadurch kann man feststellen, ob es da eine Kraft gibt oder nicht. Was bei der Gravitation, die können Sie ja nicht abschalten, nicht? Eben nicht geht. Deswegen kann man auf die Idee kommen, dass es die überhaupt nicht gibt. Also es spielt eine Ausnahmerolle. Und das, meine Damen und Herren, ist das große Problem der modernen theoretischen Physik. Wir haben zwei Zugänge zum Universum der Vorgänge, wenn Sie so wollen. Das eine ist die der allgemeinen Relativitätstheorie, die sagt, es gibt keine Kraft, die Körper in ihren Bahnen zwingt, sondern es ist die Raumzeit und sie bewegen sich, die Körper bewegen sich ohnehin auf den geradlinigst möglichen Bahnen. Nicht? Und die elektromagnetischen und mittlerweile die schwachen und die starken Kräfte, die werden von der Quantenfeldtheorie beschrieben und ist eine völlig andere Theorie, und die allgemeine Relativitätstheorie und die Quantenfeldtheorie sind bisher nicht vereinbar. Die Widersprüche, die da entstehen, hat
im April dieses Jahres im Scientific American ein Kollege zusammengefasst, und ich lese nur den letzten Satz vor. Es geht darum, einen Weg zu finden, den offensichtlichen Widerspruch zwischen diesen zwei regierenden Theorien der Physik diesen Widerspruch zu eliminieren. Aber das ist uns bis jetzt noch nicht gelungen. Wir haben derzeit gerade einen Schrödinger-Gastprofessor an meinem Institut, der, und das ist durchaus sensationell, eine Möglichkeit hat, Näherungsberechnungen zu machen, die sowohl die allgemeine Relativitätstheorie als auch die Quantenfeldtheorie berücksichtigen. Aber das sind nur Näherungen, es gibt keine allgemeine Theorie. Wir haben also diesen großen Widerspruch zwischen der allgemeinen Relativitätstheorie und der Quantenfeldtheorie, und das bringt mich auf den Gedanken, dass dieser Widerspruch eigentlich nicht als Widerspruch, sondern als Unterscheidung in der aristotelischen Physik vorkommt. Aristoteles sagt nämlich, jeder in Bewegung befindliche Gegenstand steht unter der Alternative, die Prozessquelle entweder in sich selbst zu besitzen oder aber in etwas von ihm Unterschiedenem. Und diejenigen, die die Prozessquelle in sich selbst besitzen, das sind die Vorgänge, die unter der Gravitation stattfinden. Also Aristoteles sagt schon, er hat das Wort nicht Gravitation nicht, aber er sagt schon, nicht, es gibt die natürliche Bewegung, nennt er das, das ist, wenn ich etwas fallen lasse oder auch in Himmelskörpern, natürliche Bewegung, das ist noch eine Differenzierung, aber auf das möchte ich jetzt nicht eingehen, dass Körper sich unter dem Einfluss einer Kraft bewegen. Und er hat dann sogar ein eigenes Kraftgesetz, nämlich, dass die Kraft proportional der Geschwindigkeit ist. Nicht? Da lächelt jeder, der Newton einmal gelesen hat, nicht? Weil seit Newton wissen wir, dass die Kraft proportional der Beschleunigung ist. Nur, das gilt nur, wenn wir die Reibung vernachlässigen. Und die Reibung war damals zur Zeit von Aristoteles wesentlich wichtiger als die Beschleunigung. Nicht? Damals von 0 auf 100 in 5 Sekunden hat es ja damals noch nicht gegeben, nicht? Beschleunigung. Also insofern ist das schon eine große Leistung gewesen. Aber es ist ganz interessant, dass wir sozusagen da wieder zurückgekommen sind. Und damit, meine Damen und Herren, ich habe versprochen, dass ich 5 Minuten weniger als eine Stunde sprechen werde, ist mir gelungen. Darauf bin ich sehr stolz und ich danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit. Lieber Herbert Bitschmann, herzlichen Dank für den spannenden, aufschlussreichen, assoziationenfördernden Vortrag. Du hast den Wen Yuan Mo zitiert, der über die chinesische Kultur sagt, wir haben keinen dem natürlichen Ablauf widerstrebenden Geist. Also ist das vergleichbar im Grunde mit der an Dogmen und Normen orientierten Wissen in Europa vor der Aufklärung. So habe ich jetzt verstanden. Im Grunde ist ja das Wissen seit der Aufklärung nicht mehr orientiert an feststehenden Normen und Dogmen, sondern bereit, sich auf das Wissenswagnis einzulassen. Ist das ein Inhalt dieses Satzes von dem Kollegen Wen Yuan Mo? Das würde ich durchaus unterschreiben, nicht? Insbesondere wenn man die Bemühungen von Kant sich auch anschaut, hier eben eine neue Denkweise einzuführen. Aber ich glaube, es geht sogar noch darüber hinaus, denn gerade ein Konfuzius oder auch Lao Tse und Zhuangzi, gerade der Konfuzius in erster Linie, der ist ja immer bestrebt, sozusagen sich dem natürlichen Ablauf hinzugeben. Nicht? Während, also da gibt es diese schöne Geschichte, die allerdings eher den Lao Tse dann in diese Rolle bringt, wo ein Jünger des Konfuzius, das ist aus der alten chinesischen Tradition, ein Jünger des Konfuzius spazieren geht und kommt bei einem Garten vorbei, wo ein Jünger des Lao Tse sich abmüht, seine Gewächse zu gießen, mit einer Gießkanne sozusagen. Und der Jünger des Konfuzius sagt, da gibt es
ein Instrument, nämlich einen Ziehbrunnen, mit dem geht es viel leichter, als wenn du da das Wasser schleppst. Und daraufhin, das eine weiß ich jetzt noch wörtlich, heißt es, da stieg dem Alten, also dem jungen Lao Tse, der Ärger ins Gesicht und er sagte lachend, ne, das ist schon mal so schön formuliert, er sagte lachend, also wer Maschinen benutzt, bekommt ein Maschinenherz, wer ein Maschinenherz bekommt, der verliert die Einheit mit der reinen Einfalt und wer die Reinheit mit der reinen Einheit verliert, der verliert das Tao. Nicht, dass ich solche Sachen nicht kennte, ich schäme mich, sie anzuwenden. Nicht, das ist aus einer der berühmten Schriften der chinesischen Tradition, Zhuangzi. Und also es war schon vor der Aufklärung, aber die Aufklärung ist natürlich zweifellos ein entscheidender Sprung gewesen in der Darf Richtung. Ich noch eine Frage, eine biografische Frage stellen, was dann die Frage theoretische Physik, Experimentalphysik zu dem Beginn deines Studiums eine Frage oder gab es da, hat diese Differenzierung erst später begonnen? Nein, das war schon eine, danke für dich, das war eine sehr, sehr entscheidende Frage, denn die theoretische Physik war verwaist. Hans Thiering, Vater von Walter Thiering, ist emeritiert und sonst gab es Theodor Sechsel, der sich aber für moderne Physik nicht interessiert hat und es war also verwaist. Und ich bin tatsächlich schon zu einem Dozenten der Experimentalphysik gegangen und der hat mir zugesichert, er könnte mir eine Dissertation verschaffen und ich bin dann glücklicherweise zu dem späteren Professor an der Grazer Universität, Kurt Baumann, gegangen, der damals Dozent bei uns war und habe ihm das gesagt und der hat gesagt, nein, es kommt ohnehin in wenigen Monaten der Walter Thiering nach Wien, ich schreibe dem Walter Thiering und dadurch wurde ich dann Dissertant bei Walter Thiering und ich war, also war durchaus nicht so selbstverständlich von vornherein. Daniel, darf ich noch eine Frage stellen? Ja, gerne, bitte. Relativitätstheorie, also eigentlich geht es ja, um ins Thema reinzuspringen, nicht um Relativierung, sondern um eine Theorie, die nicht die einmal darauf hinweist, dass Zeit und Raum nicht feststehende, eigenständige Größen sind, sondern dass Masse und Energie wesentliche Größen sind, die Beziehungen herstellen. Also sicher keine Relativierungstheorie, sondern eine Theorie, die einmal darauf hinweist, im Reich der Welt, und das gilt ja, denke ich, sowohl für die natürlichen wie für die gesellschaftlichen Kräfte, geht es darum, die Beziehungen herzustellen. Weil eine Relativierungstheorie wäre ja wissenschaftlich eigentlich eine Nullmeldung. Ja, also da muss ich gleich dazu sagen, der Name Relativitätstheorie stammt nicht von Einstein und Max Planck hat sich furchtbar geärgert über diesen Namen. Er hat gesagt, es müsste eigentlich Absolutheitstheorie heißen, weil sie das Absolute gefunden hat, nämlich die Lichtgeschwindigkeit. Ne? Als einen archimedischen Punkt. Und tatsächlich ist dadurch doch sehr viel Schaden angerichtet worden durch diesen Namen, weil nämlich ebenso wie das dann in der Kulturrevolution in China geschehen ist, die Leute Relativitätstheorie sozusagen mit Relativismus verwechselt haben, nicht? Und immer gesagt haben, alles ist relativ, auf einmal war alles relativ, nicht? Und das ist ja gar nicht die Idee dieser Theorie gewesen, aber so hat sich das dann in die breite Bevölkerung leider eingeschlichen sozusagen. Ja, also du hast ja in deinem Vortrag sehr viele gegenseitige Wechselwirkungen zwischen Physik und auch Philosophie angesprochen und erläutert. Jetzt wollte ich dich fragen, wie siehst du heute diese Wechselwirkung zwischen Physik, Philosophie, vielleicht ganz allgemein betrachtet und dann insbesondere in so Raumzeitfragen? Ja, also ich habe ja fast ein halbes Jahrhundert an der Wiener Universität die philosophisch-physikalische Arbeitsgemeinschaft geführt, zusammen mit Gerhard Schwarz,
und anderen Philosophen. Und wir haben uns da in der ersten Zeit ausschließlich mit Raum und Zeit befasst. Da ist auch ein Buch entstanden, Raum und Zeit in naturphilosophischer Sicht. Und das ist etwas, was mich bis jetzt noch sehr bewegt. Ich bin gerade dabei, einen dicken Wälzer von einem gleichaltrigen Kollegen aus Freiburg zu lesen, der sich mit Raum und Zeit aus philosophischer Sicht befasst. Aber wir sind dann doch schnell, hätte ich beinahe gesagt, übergegangen, auch gesellschaftliche Probleme zu besprechen, aus philosophischer Sicht, die ja ebenso wichtig sind und die sich sehr häufig auf die Physik berufen. Und ich bin ja sehr, sehr bemüht, sozusagen nur klar zu machen, dass wir, wenn wir uns auf die Naturwissenschaft berufen als Basis unserer Kultur, dass wir uns da sehr häufig nicht auf die Naturwissenschaft, wie wir sie insgesamt kennen, sondern auf das berufen, was ich denn das mechanistische Denken bezeichne. Und dieses mechanistische Denken hat natürlich seine Grenzen, die sehr oft viel zu kurz schießen. Und man kann ja nicht einmal, das habe ich schon gesagt, mit das Atom mit mechanistischem Denken erklären, dann kommt man zu so einem Planetensystem. Und das wird noch unterrichtet. Können wir noch ein bisschen jetzt bei der Zeit bleiben, auch dieses Thema eurer physikalischen Arbeitsgemeinschaft war. Wie war denn das eine Frage, das Zeitbild der newtonschen Mathematik? Im Grunde ist ja ein wesentlicher Schlüssel jetzt aus meiner nicht fachlichen Sicht der Verständigung, das Verständnis der Relativitätstheorie, dass man davon abgeht, Zeit überhaupt als eine feste und unabhängige Größe auffassen zu wollen. Im Grunde geht es um Bewegung, also welchen Weg legt ein Zeiger über ein Zifferblatt zurück. Also kann man sagen, dass der erste Schritt einmal einer Verabschiedung von einer absoluten Zeitkategorie der Schritt ist, dass man sagt, Zeit ist ein menschliches Maß der Bewegung. Ja, also ich bin sehr froh, dass wir das ansprechen, weil das ein ganz wesentlicher Punkt ist. Zunächst einmal muss ich da unbedingt noch ein bisschen weiter zurückgehen. Das Einzige, was wirklich feststehend für alle Zeiten sozusagen über die Zeit gesagt wurde, stammt vom heiligen Augustinus von Hippo. Der hat nämlich in einer langen, langen Überlegung, was ist die Zeit, nicht? Das sind also viele, viele Seiten, in denen sich das überlegt. Und dann kommt er zu dem Schluss, er sagt also, ich komme nicht drauf, was die Zeit ist, aber ich weiß genau, wie viel Zeit jetzt vergangen ist, nicht schon. Und, so. Und da sagt er also zu dem Schluss diesen berühmten Satz, den ich also wörtlich zitieren kann, was also ist die Zeit? Wenn mich niemand danach fragt, weiß ich es, werde ich aber danach gefragt und will ich es dem Fragenden erklären, dann weiß ich es nicht. Und dieses Problem, nicht, steht natürlich auch vor der Physik sozusagen. Nicht? Nun, Richard Feynman, einer der bedeutendsten Physiker des vorigen Jahrhunderts, hat in seinen Lectures, nicht, die also ganz universell sind, dieselbe Frage gestellt, what is time, was ist die Zeit? Und er überlegt sich aber nicht so viele, viele Seiten wie der Augustinus, sondern relativ kurz und kommt zu dem Schluss, das wissen wir nicht. Und entschuldige Sie, dass ich das so sage. Und er sagt dann, es ist also nicht möglich herauszufinden, was die Zeit ist. Was die Zeit, wie wir Zeit definieren, ist aber nicht wichtig für die Physik, sondern wie wir sie messen. Und dann kommt das mit dem Zeiger sozusagen. Und dann beginnt er die Zeit in der Physik zu besprechen. Und diese Zeit ist die Zeit, die dann auch in der Relativitätstheorie vorkommt. Und da muss ich noch eines dazu sagen, weil das leider auch in unseren, zum Teil in unseren Mittelschullehrbüchern einseitig steht. Da steht immer, heißt es immer, Newton hat die Zeit definiert. Das ist ein völliger Unsinn. Newton hat in seinem Hauptwerk gesagt, Zeit, Raum, Ort und Bewegung als allen bekannt erkläre ich nicht. Weil das geht nicht. Aber, sagt er,
Weil aber der Vulgus, sagt er, damit hat er die Kartesianer gemeint, die mit ihm im Kriegsfuß gestanden sind, Nachfolger des Descartes, immer so unsinnige Bemerkungen macht, dass die Zeit auch eine zyklische Komponente hat und der Zeit auch eben, ich sage immer, um das, wenn ich das sagen will, mit fünf Minuten mit einem lieben Menschen und 5 Minuten am Sessel eines Zahnarztes sind einfach verschieden lang. Nicht? Da kann man sagen, was man will. Und sagt Newton, das müssen wir aber aus der Physik eliminieren. Und deswegen trennt er die Zeit. Er hat nicht die Zeit definiert, sondern er trennt sie. Er spricht von der wahren, absoluten und mathematischen Zeit, die gleichförmig verfließt, und von der subjektiven, scheinbaren und relativen Zeit, die nicht relativ, psychologischen Zeit, nicht die uns als Menschen entgegenkommt. Und diese Trennung führt dann auch dazu, dass man in der Physik sagt, die Zeit ist homogen. Das ist ganz wichtig, weil daraus folgt der Energiesatz, der wichtigste Satz der Naturwissenschaft überhaupt. Weil wir diesen anderen menschlichen Aspekt in der Physik eliminieren müssen. Das, mit dem können wir nichts anfangen. In der Geschichte der Zeitwahrnehmung war es in etwa so, dass bis zum Beginn der Neuzeit ein Bezug hergestellt wurde zu den Zyklen der Natur, also ein zyklisches Zeitsystem. Und dann, ich erinnere mich, dass dass Zeiteinheiten nach konkreten Tätigkeiten, also das Erdbeben in Chile hat 3 Vaterunser lang gedauert, ja, genau. Oder das Kochen eines Eis war ein Ave Maria. Und dann kommt der lineare Zeitpfeil, aber wahrscheinlich sind, also wenn man diese subjektiven, dann die subjektiven Erlebnisfaktoren, auf die du, die du angesprochen hast, einmal abzieht, dann bleiben im Grunde nur eben Relationen zu Geschwindigkeit ist offensichtlich ein härterer Faktor als Zeit. Absolut. Aristoteles hat gesagt, wir messen Zeit nur durch Bewegung und Bewegung durch Zeit, also zirkulär. Nicht? Zeit ist durch Bewegung und Bewegung durch Zeit gemessen. Und wenn das so ist und es gibt eine absolute Zeit, dann sind alle Geschwindigkeiten relativ, ne? Je nachdem, in Bezug auf. Und Einstein hat gesagt, nein, es ist umgekehrt, es gibt eine absolute Geschwindigkeit, nämlich die Lichtgeschwindigkeit. Dann sind aber die Zeiten relativ. Ne? Und das ist die Relativitätstheorie, die eben nach Max Planck lieber Absolutheitstheorie heißen sollte. Wenn ich da gleich einhaken darf, also ich meine, ein Aspekt von Zeit, der einen, wie soll ich sagen, weniger relativen und mehr einen absoluten Aspekt hat, ist natürlich, wenn man 2 Ereignisse hat, die, wo eines das andere kausal beeinflusst, dann ist natürlich so, dass alle Beobachter übereinstimmen, dass das eine Ereignis vor dem anderen ist, ja. In der klassischen Relativitätstheorie. Ja. Jetzt hast du die Quantengravitation erwähnt, ja. Und jetzt gibt es die Idee, die noch nicht sehr konkrete Umsetzung hat, dass wenn man Quantenmechanik und Gravitation zusammenbringt, dass dann irgendwie Raum und Zeit sowas wie emergente Phänomene sind. Also dass diese fundamentale Theorie, was auch immer sie ist, ganz ohne Zeit auskommt. Jetzt wollte ich dich fragen, wie siehst du das mit deiner Erfahrung von sozusagen einem halben Jahrhundert Diskussion mit Philosophen? Ja, na, da würde ich nur sagen, da müssen wir warten, ob sie es zusammenbringen. Ja, da ist es sehr gefährlich. Also Voraussagen zu machen in dieser Weise, das traue ich mich nicht. Einfach aus der Erfahrung, dass solche Voraussagen immer schief gehen. Es gibt ja diesen schönen Spruch, Voraussagen sind besonders dann schwierig, wenn sie sich um die Zukunft handeln. Nicht? Ja. Okay, danke. In schwierigen Fällen entscheidet man sich für das Richtige. Ja, Karl Kraus, nicht? Ja. Machen wir dasselbe, was wir für die Zeit versucht haben, für den Raum. Das ist, glaube ich, noch schwieriger, weil zunächst einmal ist Raum für alle etwas alltäglich Erlebtes. Man legt einen bestimmten Weg zu seinem Büro zurück, man kennt seine Büroräume, man plant ein Haus, konkrete Räume. Aber auch unser Raumbild ist wahrscheinlich
ganz stark, ähnlich wie das Zeitbild, der lineare Zeitpfeil, ist, würde ich jetzt kulturhistorisch sagen, das Raumbild sehr stark durch die Entwicklung der Zentralperspektive der Neuzeit geprägt. Also wir haben einen vermutlich, und da würde ich dich jetzt fragen, im Vergleich des chinesischen und des europäischen Denkens, wie ist denn deine Erfahrung mit den chinesischen Raumvorstellungen? Sind die ähnlich wie die in der europäischen Kultur seit der Renaissance auf einen zentralperspektivischen linearen Ordnungsblick, der also Räume immer in einer linearen Perspektive sieht, oder gibt es da andere Perspektiven, Räume wahrzunehmen? Also ich kann da keine endgültige Antwort geben, weil das doch eine sehr schwierige Frage ist, wo man sich besser auskennen müsste. Ich kann nur sagen, dass in den Werken, die ich studiert habe, also von Lao Tse und Zhuangzi, immer in Bezug auf den Raum, immer die der Anfang ist, nicht? Oben unten, links rechts, vorne hinten. Nicht? Das ist sozusagen vom Koordinatenursprung, jetzt physikalisch gesehen, ausgehend dehnt sich der Raum aus. Wie weit da eine sind, das kann ich nicht sagen. Aber eines möchte ich vielleicht dazu sagen. Es gibt da auch wiederum so ein wunderschönes Zitat von Zhuangzi, der sagt, ich hoffe, ich kriege das hin, ja, mit einer Eintagsfliege kann man nicht über die Jahreszeiten reden, sie ist gebunden durch ihre Zeit. Mit einem Brunnenfrosch kann man nicht vom Weltmeer reden, er ist gebunden durch sein Loch. Und jetzt kommt die Konsequenz, mit einem Fachmann kann man nicht vom Leben reden, er ist gebunden durch seine Lehre. Und dann kommt dieser Ausruf, wo finde ich einen Menschen, der die Worte vergisst, auf das ich mit ihm reden kann. Mhm. Also das sind schöne, mehr kann ich leider dazu nicht sagen, da kenne ich mich zu wenig aus. Noch eine, mir kommt vor, was ich von der Relativitätstheorie gelernt habe, ist, dass der Raum keine feststehende Größe, sondern sich erst ergibt durch individuelle Bewegungen. Ja. Bewegungen von Himmelskörper. Nach dem Vortrag von Eichelburg hat ein kluger Zuhörer die Frage gestellt, hat differenziert und gesagt, ja, da ist der Raum, in dem sich das Universum nach dem Urknall ausdehnt, und dann hat er die Frage gestellt, aber dahinter muss ja auch noch etwas sein, also sozusagen das, wohin sich das expandierende Universum rein bewegt, und vermutlich ist das ein Denkfehler, auf den die Relativitätstheorie hinweist. Ja. Ja, aber mir fällt was anderes, dazu ein. Moment, was wollte ich jetzt? Ja, diese Sache mit dem Ausdehnen, das ist natürlich, das kannst du besser sagen, nicht? Aber das sind natürlich Missverständnisse zwischen dem Raum, in dem sich das Universum aufspielt, und dem mathematischen Raum, sogenannten Einbettungsraum, in dem sich das Ganze dann befindet. Aber mir ist eingefallen, was ich sagen wollte, damit es ganz klar wird, sowohl auch in Bezug auf die Zeit. Ich habe doch in meinem Vortrag erwähnt, die sogenannten schweren Elektronen, nicht? Das sind so Elementarteilchen, die eine Lebensdauer von 2 Mikrosekunden haben, also 2 Millionstel Sekunden. Nicht? Das ist eine sehr kurze Zeit. In diesen 2 Millionstel Sekunden kann ein Körper, der sich mit Lichtgeschwindigkeit oder nahe der Lichtgeschwindigkeit, mit Lichtgeschwindigkeit kann ja nicht, aber nahe der Lichtgeschwindigkeit bewegt, höchstens 300 oder 600 Meter, glaube ich, sind das, hoffe, dass ich, jedenfalls in der Gegend fliegen, nicht? Dann ist das Teilchen weg. Trotzdem können wir diese Teilchen in den Tiefen des Ozeans beobachten. Erzeugt werden sie, wenn die kosmische Strahlung auf die dichtere Atmosphäre trifft, also ungefähr 12 Kilometer Höhe, werden die Teilchen erzeugt, und die können trotzdem bis da hinunterfliegen. Warum?
wegen der sogenannten Zeitdilatation, denn schon die spezielle Relativitätstheorie sagt, dass bewegte Uhren langsamer gehen. Das heißt, für bewegte Körper vergeht die Zeit langsamer. Und 2 Mikrosekunden sind dann eben so lang, dass die bis hinunter fliegen können. Na, jetzt kann man fragen, und was ist, wenn ich mich sozusagen auf das Teilchen draufsetze? Nicht? Wieso kommt es so weit hinunter? Na, das kommt deswegen hinunter, weil bewegte Maßstäbe kürzer werden. Und die Distanz von der oberen Schicht der Atmosphäre bis zu den Tiefen des Ozeans ist eben geschrumpft, so wie Sie das in der Ausstellung unten sehen, auf 300 oder 600 Meter, auf diese Distanz ungefähr. Nicht? Also das ist ein unglaubliches Wechselspiel, es stimmt dann alles zusammen, nicht? Weil ja die Mathematik da stimmt, aber Raum und also Entfernungen in dem Fall und Zeiten, nicht? Die sind immer wechselseitig aufeinander bezogen. Wobei natürlich ganz wichtig ist, dass Ursache und Wirkung nicht umgekehrt werden können, nicht? Und das ist auch garantiert. Ich habe jetzt noch eine kurze persönliche Frage zur allgemeinen Relativitätstheorie. Du hast mir erzählt, dass du sie bei Erwin Schrödinger gelernt hast. Und jetzt würde mich interessieren, gibt es da besondere Aspekte, die dir speziell in Erinnerung geblieben sind von Schrödinger? Erstens war natürlich Erwin Schrödinger ein faszinierender Vortragender. Das muss man dazu sagen. Dann, er hat zum Beispiel die Mannigfaltigkeit aller Einheitsvektoren von einem Punkt, nicht? Das sind also lauter so kleine Pfeile sozusagen, die hat er Vektorigel genannt, nicht? Grundsätzlich. Nicht? Also, so ist man als Beispiel in Erinnerung, also sehr interessante Sprache gehabt. Aber er hat zum Beispiel von der Metrik erst gegen Ende der Vorlesung gesprochen, er hat zuerst mit den affinen Räumen begonnen, nicht? Also wirklich so ein allgemeiner Zugang, das war ganz faszinierend. Und vielleicht sollte ich bei dieser Gelegenheit dazu sagen, ich wollte natürlich bei Erwin Schrödinger eine Dissertation machen, nicht? Weil Nobelpreisträger. Nicht? Und ich habe das seinem Assistenten gesagt und er hat gesagt, ja, ich soll allgemeine Relativitätstheorie lernen. Ja. Nach einiger Zeit hat mich der Schrödinger zu sich nach Hause eingeladen, in die Pasteurgasse. Nicht? War immer sehr guter Gastgeber mit Tee und so weiter. Nicht? Und da hat er mir eröffnet und da bin ich, das hat gezeigt, was für ein großer Mann er war. Denn er hat ja selber an seine Gleichung, die richtige Interpretation der Schrödinger-Gleichung, nicht geglaubt. So wie Einstein nicht an die Quantenmechanik hat Schrödinger nicht geglaubt. Und da hat er mir gesagt, er kann keine Dissertationen mehr vergeben. Denn er arbeitet nur mehr auf 2 Gebieten. Das eine ist die allgemeine Relativitätstheorie und da hat er momentan keine gute Idee. Das andere, und da haben seine Augen zu, da sind direkt die Funken rausgesprungen, geflogen, feurige Augen gehabt, hat er gesagt. Das andere ist die, nicht Quanten, Wellenmechanik, hat er das Wort Quant, hat er ja nicht in den Mund genommen, das war für ihn zu bitter sozusagen. Das andere ist die Wellenmechanik, da hätte ich sehr viele Ideen, hat er gesagt. Und dann hat er diesen Satz gesagt, den ich mir gemerkt habe, der also mein Leben bestimmt hat, nicht? Er hat gesagt, aber ich kann es nicht verantworten, einen jungen Mann auf eine Fährte festzulegen, die vom Rest der Welt als Sackgasse betrachtet wird. Und ich bin ihm unglaublich dankbar. Es gibt also andere Beispiele von anderen Nobelpreisträgern. Sehr großzügig eigentlich, dass er das sehr großzügig, so gesehen hat. Also dass er sich da selber auch sozusagen wahrgenommen hat, wie er in der Community da wahrgenommen wird. Vielleicht eine letzte Frage noch, die eigentlich eine Frage von dir ist. Nämlich, und ich hoffe, das wird keine zu lange Kontroverse dann, hat Einstein die allgemeine Relativitätstheorie entdeckt oder erfunden? Das habe ich mal eingefragt. Nein, also ich würde sagen, erfunden. Okay. Und zwar, wobei natürlich, er sagt es übrigens selber. Ich würde sagen, entdeckt. Ja, aber Einstein hat selber gesagt, die physikalischen Theorien sind freie Erfindungen des menschlichen Geistes, wobei natürlich du auch recht hast, das ist eine sogenannte Aporie, wo ein Widerspruch entsteht und beide haben recht. Nicht? Natürlich, wenn ich sage, der Newton hat die Schwerkraft erfunden, nicht? Die Schwerkraft, die mit dem Quadrat der Entfernung abnimmt, nicht? Die konnte er erfinden. Er konnte nicht erfinden eine Schwerkraft, die mit der dritten Potenz der Entfernung abnimmt. Nicht? Das heißt, es ist schon eine Erfindung in Grenzen. Nicht? Und deswegen kommt man auch auf die Idee, dass es vielleicht eine Entdeckung ist. Aber es ist, glaube ich, schon ein wesentlicher Punkt, den darf ich abschließend sagen,
obwohl damit eigentlich eine Diskussion erst beginnen müsste, die Naturgesetze stammen natürlich nicht vom lieben Gott, sondern von den Menschen. Die Naturgesetze sind menschliche Erfindungen, denn sie stimmen ja nicht gar nicht. Das ist ja Karl Friedrich von Weizsäcker, den ich in Physiker, nicht, den ich in philosophischen Dingen sehr oft zitiere, der hat gesagt, Galilei erzielte seine Ergebnisse, weil er es wagte, die Welt so zu beschreiben, wie sie nicht ist. Dafür in mathematisch einfacher Form, die dann zu einer weiteren Entwicklung führt. So wie ich gesagt habe, er hat gesagt, alle Körper fallen gleich schnell. Gehen wir von dem aus und sagen, ja, das in Wirklichkeit anders ist, nicht? Wenn Sie im Wald spazieren gehen, Kastanien und Blätter fallen nicht gleich schnell. Nicht? Da müsste man einen Grund, einen extra Grund dafür finden. Und das ist die Atmosphäre, nicht? Der Luftwiderstand und so weiter. Nicht? So werden also einfache Gesetze, mathematisch einfach zu formulierende Gesetze, Kraft ist Masse mal Beschleunigung, nicht? Das newtische Axiom. Nicht? Aristoteles sagt, Kraft ist Masse mal Geschwindigkeit. Natürlich, wenn wir die Reibung mitnehmen, ist Kraft proportional der Geschwindigkeit. Nicht? In den Phasen, wo also das Gleichgewicht hergestellt ist, nicht? Die Beschleunigung. Aber davon sehen wir zunächst ab und dann machen wir im Nachhinein Korrekturen. Oder ich finde das ja als eine der total jetzt die spannendste Frage des heutigen Abends, weil also ich würde ja meinen, also zu sagen, es ist eine Erfindung, sie drückt ja auch das souveräne Individuum, das gegenüber der gegebenen Schöpfung einen eigenständigen, innovativen Interpretationsversuch hat. Aber ich würde jetzt auch den Kollegen Krummiller ja suchen, jetzt seine die kontroverse Gegenposition zu sagen. Ja, also ich sehe das vielleicht etwas platonischer, im Sinn von, dass es sozusagen eine Welt der Ideen gibt oder der ja, mathematischen Ideen, die grundsätzlich unabhängig jetzt vom Menschen existiert. Das, was wir natürlich dazu geben, ist, wie wir es genau formulieren. Und das ist keine Frage, aber zum konkreten Beispiel Einstein und Relativitätstheorie, das war schon eine von diesen Ideen, die auch ein bisschen, wie soll ich sagen, in der Luft lag, weil es hat ja Hilbert, nachdem er mit Einstein kommuniziert hat, dann fast zeitgleich die Wirkung entdeckt und daraus konnte er dann auch die Einstein-Gleichungen herleiten. Also das waren schon zwei sozusagen unabhängige und ich würde sagen Entdeckungen, weil wenn das Einstein nicht gemacht hätte, irgendwann wäre diese Entdeckung, glaube ich, auch gemacht worden. Nicht mit diesen Symbolen, die du hingemalt hast, nicht mit diesen Konventionen, nicht auf dem Weg, den Einstein gemacht hat, das war seine persönliche Genialität, sein Weg. Aber letztlich glaube ich schon, dass es sozusagen als Fixpunkt irgendwann gibt es die Entdeckung. Und um die es muss nicht in der gleichen Reihenfolge gehen, nicht andere Zivilisationen, die irgendwo anders im Weltall sind, die entdecken vielleicht zuerst, keine Ahnung, die entdecken gar nicht die Newton'sche Mechanik, die fangen gleich mit Relativitätstheorie und Geometrie an oder die fangen überhaupt mit Quantenmechanik an und haben nie dieses Problem mit, ist es Welle oder Teilchen, sondern für die ist das von Anfang an gleich beides. Das sind alles natürlich menschliche sozusagen Spezialitäten und Irrwege, aber sozusagen ich weiß nicht, ob man sagen kann, das Endprodukt, weil wir wissen nicht, was das Endprodukt sein wird oder ob es eines gibt. Aber wenn man sich sozusagen die Geschichte anschaut, es gibt immer mehr dieser Naturkräfte, die vereinheitlicht, es wird immer eine immer allumfassende Theorie und das gibt einem schon das Gefühl, dass es sozusagen etwas ist, was vom Menschen unabhängig ist. Also, aber da widersprichst du mir sicher gleich. Ja, lassen wir das vielleicht jetzt einmal. Ich möchte einfach jetzt auch die Situation mit einem großen und einem jungen Physiker an diesem Tisch zu sitzen, um noch eine Frage an dich, Herbert, aber auch an dich, Daniel, zu stellen. Wie ist denn das mit der Krümmung des Raumes? Die Gerade ist ein mathematisches Konstrukt und kommt vermutlich in der realen Welt nicht vor. Die reale Welt ist durch Masse und Energie gekennzeichnet und die Planetenbewegungen, die sind eben nicht linear, sondern
ist das eine Krümmung oder ist die Krümmung des Raumes eine unendliche Zahl unterschiedlicher Krümmungen, die dadurch entstehen, dass es ganz in den Milliarden Universen unterschiedliche Energieverhältnisse und Kraftverhältnisse zwischen den Kräften gibt? Darf ich die Frage zuerst an dich stellen und du hast dann das Schlusswort. Ja, also ich würde sagen, zunächst mal, also Krümmung ist etwas Lokales, also das kann an jedem Punkt anders sein, so wie bei der Flasche, nicht? Da gibt es Teile, die krümmen sich so nach innen, Teile, die krümmen sich nach außen und so ähnlich ist es im Universum. Also man hat an jedem Punkt irgendeine Krümmung, die kann sehr klein sein, die kann sehr groß sein und in unserem Sonnensystem ist sie halt maßgeblich durch die Sonne, durch die Masse der Sonne bestimmt. Und diese ellipsenähnlichen Bahnen, also es sind ja nicht Ellipsenbahnen, aber halt sehr knapp an Ellipsenbahnen, die sind ja eigentlich sozusagen gerade in dieser gekrümmten Raumzeit oder das Analogon von Geraden. Gerade ist vielleicht kein guter Ausdruck, aber es sind in Wahrheit die sozusagen in dieser gekrümmten Geometrie sind es die geradesten Kurven, die man sich vorstellen kann oder die man überhaupt machen kann. Also das Konzept, etwas fällt auf einer Geraden, das stimmt nach wie vor, nur dass halt eine Gerade in einer gekrümmten Raumzeit auch eine Ellipse aussehen kann. Das kennen wir ja auch von der Erde, nicht? Wenn man auf der Erde den kürzesten Weg geht, wenn man zum Beispiel von hier nach Amerika fliegt, dann fliegt man ja meistens so über Grönland, weil das ist kürzer. Das ist eine kürzere Strecke und in dem Sinn, die kürzesten Strecken oder die geradesten Strecken können ausschauen wie was Gekrümmtes. Ja. Danke. Herbert? Ja, Schlusswort. Ich lasse das so, wie du gesagt hast. Ich sage nur dazu, mich wundert das immer, dass die Naturwissenschaftler bei uns immer an mögliche Intelligenzen auf anderen Planeten zurückgreifen. Denn wir haben ja auf unserem Planeten doch verschiedene Kulturen. Und die Chinesen hätten wahrscheinlich ohne Einstein die Relativitätstheorie entwickelt. Das stimmt sicher. Ja. Also, nein, nie weiß ich nicht. Das lässt sich schwer betrachten. Da lasse ich schwer, ja. Gut, Schlusswort. Machen wir Schluss. Vielen Dank.